Selzer TV wird unterstützt von der Volksbank Brilon-Büren-Salzgotten, der Stadt Geseke, Schuhhaus Zeanschuk, MIG, der Dienstleistungsgruppe Salzgotten, Bäckerei Lange und dem Tanzstudio Wechselschritt. Ein neues Gebäude an der Tudorfer Straße macht neugierig. Beim Betreten des Hofladens Tölle wird das Auge gleich mit einem Anblick an vielfältigen Produkten konfrontiert. Geschmackvoll und mit viel Liebe werden hier eigene Produkte, aber auch zugelieferte aus regionaler Herstellung präsentiert. Hier ist das Reich von Karl Josef Tölle, der diesen Hofladen gemeinsam mit seiner Ehefrau Claudia betreibt. Vor einem Jahr stand hier noch ein großer weißer Pavillon, unter dem man Erdbeeren und lecker Selbstgemachtes kaufen konnte. Und jetzt stehe ich hier in einem Hofladen, auch betrieben von Karl Josef Tölle und seiner Frau, und will mal gucken, gibt es hier noch Erdbeeren oder muss ich mich jetzt auf was anderes einstellen? Aber ich glaube, regional ist er geblieben. Ich schau mal. Nun, die Erdbeeren, sie sind zurzeit das Kerngeschäft im Hofladen, die Vermarktung aber ein wichtiges Thema. Die Vermarktung ist ja jetzt gerade in dieser Zeit das Wichtigste und man muss dem Kunden was bieten. Und ich sage mal, es wird ja immer gesprochen, Erdbeeren wären Luxusgut. Und auf vielen Betrieben läuft es nicht. Man sagt, es wurde viel Spargel weggemacht, viel Erdbeeren weggemacht. Zu diesem Thema möchte ich nochmal sagen, dass Spargel wurde auch zu viel angebaut, zu viel in Handel. Und ich sage mal, bei den Erdbeeren war es ja genauso. Aber im Endeffekt, wenn der Betriebsleiter sein Produkt gut in den Griff hat, und ich sage mal, bei uns wird ja jede Schale einmal gedreht, bevor wir ein Produkt verkaufen, einmal für 4,50 Euro, das ist viel Geld. Und wenn Sie da unten faule Erdbeeren drin haben, dann kauft der Kunde nur einmal. Aber dadurch, dass wir jeden Tag einmal drehen, die Schale, dann wird das, was nicht so gut ist, einfach als zweite Wahl verkauft. Und ich denke mal, meine Frau, die kontrolliert sehr viel. Wie kommt man da drauf? Letztes Jahr stand hier noch ein weißer Pavillon, wo man Erdbeeren und so Eingemachtes machen konnte. Und dann steht im nächsten Jahr hier ein wirklich toller Hofladen. Das war die Frau? Genau, das ist meine Frau, Claudia Tölle. Ja, das mit dem Zelt, das haben wir jetzt über 12, 13 Jahre gemacht. Und wir wollten immer eine Baugenehmigung hierfür haben, aber hatten immer ein Problem mit den Zufahrten. Und irgendwann wurde uns gesagt, wir dürfen bauen, und dann haben wir das in 3 Monaten aufgestellt. Herr Tölle ist also für das Organisatorische da zuständig und dass es wächst. Und Frau Tölle ist dafür zuständig, dass es läuft. Und Frau Tölle bringt hier so super Ideen immer zutage. Wie kommt man da drauf? Wird man da nachts wach und dann auf einmal hat es wieder plopp gemacht? Ja, und man muss sich halt ein bisschen informieren und rumfahren, mal gucken, wenn wir irgendwo hinfahren, mal in Hofläden reingehen und ein paar Anregungen, Ideen holen. Ja, da soll es nicht dran scheitern, das kann man auf jeden Fall. Aber so ein Hofladen war dann schon immer so ein kleiner Traum und der hat sich dann entwickelt? Ich bin im Handel auch tätig gewesen und liegt mir so im Blut. Und ja, war eine Möglichkeit, sich noch mal ein bisschen zu verwirklichen. Eigene Produkte, wir sehen hier tolle Erdbeeren, riesengroße Himbeeren und Heidelbeeren. Das ist die Ernte 22, die wir jetzt aus den Tunneln ernten. Bei den Himbeeren sind wir jetzt 8 Tage am Ernten und bei den Heidelbeeren, die sind auch im Tunnel, da sind wir jetzt 14 Tage am Ernten. Also man muss das ja so sehen, dieser Klimawandel, der kommt. Ja. Und draußen, das Wetter wird immer unbeständiger, Hitze, Regen, Starkregen, Überschwemmungen, das haben wir in den Tunneln nicht. Und dadurch haben wir ein optimales Produkt, was wir unseren Kunden anbieten können. Man hört überall Spargel, Erdbeeren, Luxuswaren. Na, wie sind die Preise hier im Vergleich zum letzten Jahr? Die Preise sind geblieben im Gegensatz zum letzten Jahr. Wir haben nichts erhöht. Die Schale kostet jetzt 4,50 €. Und ja, wir haben ja auch unsere Produkte, die wir zukaufen müssen, wie Torf und Düngemittel, die sind ja auch gnadenlos gestiegen. Von den Beeren kommen wir jetzt zu einem weiteren Eigenprodukt, die Eier. Und was gibt es hier so Besonderes? Es gibt hier nicht nur Stück Eier, sondern es gibt auch? 1 Kilo Eier. Also das ist eine Kilobox. Das sind die Esseier. Wir haben die Hühner jetzt neu eingestallt. Und am Anfang leben die ja nur Esseier, die kleinen. Und dann verpacken wir die in Kilos. Und das wird gut angenommen von denen. Da sind ca. 22 bis 20 Eier drin. Und der Kunde nimmt sie gerne mit. Und sie sind ja jeden Tag frisch. Die halten sich 28 Tage.
Hier stehe ich jetzt vor dem Regal mit den Hühnerprodukten. Ich sehe überall Eier drauf. Was finde ich hier alles? Also im Anfang von den Esseiern lassen wir Nudeln machen. Und das Problem ist ja, wenn wir die Hühner schlachten müssen, hatten wir ein Problem. Wir wussten ja nicht, was wir mit den Suppenhühnern machen. Jeder Stall hat im Schnitt 300 bis 350 Hühnern. Und dann stecken wir die Hühner im Glas. Ja, das hört sich gut an, aber Huhn im Garten und also die Produkte werden gut angenommen. Wir machen vier verschiedene Sachen davon und Hühnerragout, das können die Leute dann alles kaufen. Und das ist ja dann auch regional und nachhaltig. Es ist haltbar gemacht. Es sind so eine Portion für eine Portion. Ich werde satt davon, von einem Glas. Ja, genau. Weil wir müssen ja heute an die jungen Leute denken. Die können ja alle nicht kochen. Die nehmen sich so ein Glas mit. Entweder können sie es in eine Mikrowelle schmeißen oder in der Pfanne warm machen. Da wir so viele Hühner hatten, haben wir sogar eine eigene Wurst aus den Hühnern produziert. Und hier haben wir Fleisch. Das kommt aus Alfen. Also alles nur regional. Frau Tölle, wann kann man hier einkaufen? In der Saison täglich von 9 bis 18.30 Uhr. Samstags und sonntags sogar von 8 Uhr an. Der Kartoffelmarkt, jetzt sind natürlich auch regional, von Kamm Schulte aus Schamede und Chips auch aus der Region. Es gibt hier natürlich nicht nur Obst, sondern Herr Tölle geht jetzt auch in einen anderen Zweig hinein, nämlich ins Gemüse. Wie kommt es dazu? Ja, das Gemüse wird bei uns hinter den Tunneln angebaut, ein bisschen Kohl und Zucchinis, das macht mein Sohn. Das sind Gewürze. Die, und Kräuter. Und Kräuter, die liefert Andreas Beine, auch regionale Produkte. Ah. Der unterstützt uns hier auch mal. Ja, das ist ja nur Win-Win. Wenn man dann mal vielleicht regional auch etwas verschenken möchte, ne? Es gibt ja auch genügend Gelegenheiten, ist man hier vielleicht auch ganz gut beraten. Was steht hier alles so? Wir haben aus Westenholz hier Kantkorbkorn. Das ist auch Regionalität. Und ich sag mal so, Westenholz 10 Kilometer weiter. Und 77 Gin von der Stadt Salzgotten. Aber den Gin schon mal probiert? Ja, klar. Ja, gut. Ist gut? Gut. Druffler Erdbeerschnaps? Ja genau, Druffler Erdbeerschnaps und da haben wir auch noch Haselnusslikör. Das wollen wir demnächst auch aus unseren Haselnüssen machen. Kann ich empfehlen, die braune Flasche ist die beste. Ein neuer Hofladen hier am Ortsrand der Selzerstadt. Ein Laden, der mit seinen regionalen, ausgewählten Produkten die Einkaufsstadt Salzgotten aufwerten dürfte. So, jetzt habe ich mich hier umgeschaut und muss sagen, hier wird Einkaufen wirklich zum Erlebnis. Viele tolle Anregungen, viele frische regionale Produkte, eigene Produkte. Wer mal schön shoppen will, geht in den Hofladen von Karl-Josef Tölle und seiner Frau. Selzer TV wird unterstützt von Niggemeier, Treffpunkt Küche, Westenergie, Rewe, Apotheke am Salinhof und Ratsapotheke im Heda Center, Moltec, Kaffeerösterei Benzlips und der Stadt Salzgotten.